weiter und geht sich's mit den Grünen aus, bleibt er nun von den Grünen legitimierter Kanzler. Die Grünen haben in diesem Fall bis auf das von ihnen ausverhandelte eine Art von Politik mitzuverantworten, die ihr künftiges Überleben gefährdet, eine innere Zerreißprobe provoziert und in weiten Teilen würde das bisherige weitergeführt werden. Nicht nur ein Mehrheitswechsel, sondern vor allem der Kanzlerwechsel muss daher vorrangiges Ziel sein.